Diese hier ist schwerer, aber diese hier hat mehr Kraft. Schau mal, die Beine. Sie wollen immer laufen. Als ich die Gelbkopfschildkrötenbabys zum ersten Mal entdeckte, nachdem sie geschlüpft waren, war ich so glücklich. Sie hoben die Beine so lustig an. Es war unglaublich schön, Nachwuchs zu bekommen. Die Schildkrötenbabys und Mao Thea sind hier zu Hause. Mao ist Tierpflegerin. Sie startet jeden Morgen um 7 Uhr mit ihrem ersten Gang durch das Artenschutzzentrum ACCB im Nordwesten Kambodschas. Vor 3 Monaten sind 79 kleine Gelbkopfschildkröten aus ihren Eiern unter der Erde geschlüpft. Heute werden sie gemessen. 33 Gramm in 3 Monaten. Es wächst gut. Im Werkzeugkasten gibt's Nagellack in allen Regenbogenfarben für die Gelbkopfschildkröten. Mit der farbigen Markierung auf den Panzern kennzeichnen die Tierpfleger, woher die Jungtiere kommen. Die Kleinen wachsen in extra Gehegen auf, geschützt durch ein Netz vor Fressfeinden, aber unter freiem Himmel, umgeben von Mauern. Sie brauchen diese Mauern noch, denn da draußen können Schildkröten kaum überleben. Die Gelbkopfschildkröte wurde gerade auf der roten Liste hochgestuft. Sie ist vom Aussterben bedroht. Ein trauriger Aufstieg. Michael Meyerhoff ist der Leiter des Artenschutzzentrums. Vor 5 Jahren kam er aus Deutschland nach Kambodscha und ist geblieben, um die Arten zu retten. Allen voran bedrohte Vögel und Schildkröten. Es gibt weltweit gesehen ungefähr 360 Schildkrötenarten. Und was viele Leute nicht wissen, wenn die neue rote Liste rausgegeben wird, dann werden ungefähr 60% aller Schildkröten weltweit stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht gelistet sein. Also wir haben wirklich eine Schildkrötenkrise weltweit im Moment. Und ja, hier Kambodscha und Asien generell ist leider keine Ausnahme zu diesem Thema. Gelbkopfschildkröten sind kaum mehr auf dem Markt zu kaufen. Von den 14 Schildkrötenarten in Kambodscha ist nur eine nicht bedroht. Schildkröten werden gegessen. Sie werden verkauft, lebendig als Haustiere oder tot für traditionelle Medizin. In einem Land, in dem sie eigentlich eine große Bedeutung haben, als Glücksboten. Ein besonders langes Leben sollen Schildkröten bringen, wenn man sie in der Nähe von Tempeln freilässt. Vögel sollen schlechtes Karma davontragen. Ein gutes Geschäft. Tiere fangen, um sie dann zum Freilassen zu verkaufen. Aber illegal. Wenn die Schildkröten einmal hier sind, werden sie nicht mehr zum Essen gekauft. Dann kaufen die Menschen sie, um sie freizulassen, in Tempeln, Teichen oder Wäldern. Sonst würden sie in Kochtöpfen enden. Die Kleinen in Suppen, die Großen in Dampfkochtöpfen. 2 Schildkröten, 5 Dollar. Und ein langes Leben für den Gläubigen. Für das Tier aber meist ein elender Tod in überfüllten Tümpeln. Nur sehr selten trifft das späte Glück die Schildkröten selbst. Dann werden sie dem ACCB gemeldet. Heute spät abends ist hier eine Schildkröte angekommen, die in einem Tempel ausgesetzt wurde. Schau mal, diese Einritzung im Panzer. Die Leute ritzen doch manchmal etwas in die Panzer, bevor sie die Schildkröte dem Mönch geben. Mao, kannst du das lesen? Das steht für gutes Glück. Also es ist eine riesen Erdschildkröte und in diesem Fall ein relativ großes Männchen. Und die letzten 5 Jahre haben wir, glaube ich, 5 Tiere von diesen bekommen. Also sie ist in der roten Liste als stark gefährdet eingestuft. Und hier in Kambodscha sehen wir sie selten im Handel, was meistens ein Zeichen ist, dass die Art relativ selten ist. Gerade so große Tiere kriegen wir fast nie. Morgen muss die Schildkröte operiert werden. Ihr Panzer ist von innen verletzt. Erstmal bekommt sie dafür noch ein Schmerzmittel. Am nächsten Tag raspeln Mao und ihre Kollegin Schildkrötenfutter. 600 Schildkröten leben hier. Ihre Arten sind alle bedroht. Sie wieder zu züchten ist schwierig. Viele Arten sind nicht gut erforscht. Die Gelbkopfschildkröten brauchen anscheinend aber nur Futter und Freiluft. Den Rest machen sie allein.
Als ich vor 5,5 Jahren hier angefangen habe, hatten wir ungefähr 20 Gelbkopfschildkröten. Und durch unser Zuchtprogramm die letzten Jahre haben wir heute ungefähr 330 Tiere im ACCB. Und das ist jetzt kein so ein ganz schlechter Anfang. Bis jetzt können die Leute vom ACCB die Gelbkopfschildkröten noch nirgendwo in die Freiheit entlassen. Es ist zu unsicher. Sie werden sofort wieder weggefangen. Deswegen will Michael Meyerhoff sie zusammentun mit einer anderen bedrohten Art, mit Bäumen, dem Siam-Palisander. In diesem nahen Waldstück sollen die letzten 5 großen Mutterbäume in ganz Südostasien stehen. Ein Stamm kann mehr als 100.000 Dollar einbringen. Das Holz ist vor allem auf dem chinesischen Markt begehrt. Die Baumschätze sind stark bewacht. Schutz auch für die Gelbkopfschildkröte. Wir wollen Tiere wieder auswildern, die um die Geschlechtsreife sind, also ab 6-7 Jahren ungefähr. Und also die nächsten Jahre werden wir vermutlich damit verbringen, Forschungsprojekte zu betreiben, um noch Fragen zu beantworten, die auf die Lebensraumnutzung zum Beispiel abzielen. Und dann im nächsten Schritt werden wir hoffentlich ein Pilotprojekt starten mit 20, 30 Schildkröten, die wir freilassen, die dann besendet sind. Aber noch brauchen sie die Mauern im ACCB. Und sie brauchen Mao, bis sich die Population erholt hat. Sie kommen immer abends raus. Deswegen füttern wir sie auch immer am Abend. Wenn sie fertig mit dem Essen sind, spielen sie miteinander. Die Weibchen haben immer viele Kratzer hier hinten. Die Männchen aber nicht, denn sie sind oben. Vielleicht wird diese kleine Gelbkopfschildkröte eine der ersten sein, die in die Freiheit entlassen wird. Und vielleicht kann dann die nächste Generation schon vollkommen in der Wildnis aufwachsen.